Lieber Widder, herzlich willkommen zu deinem März-Taroskop. März 2024. Schauen wir uns an, was er für dich bereithält. Was ist möglich? Worauf ist zu achten? Jedoch aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen? Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist wichtig zu wissen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Widder im März. Sie sagen, der März knüpft ganz klar, übergangslos, energetisch an den Februar an. Der Februar, die Achterbahn, Stress, schnelles Tempo, ein voller Kalender. Emotional, lieber Widder, außer Puste. Du spürst dich fast gar nicht mehr. Wow. Kratzer auf dem Tisch, Kratzer auf der Steinplatte. Was auch immer das für dich bedeuten möchte. Sie sagen, für den Widder ist es wichtig, sich zu fragen, was will ich wirklich? Wo möchte ich hin? Was ist mir wichtig? Wo sind meine Prioritäten? Sie sagen das Wort Suchfindung. Wie immer, wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet. Oh, danke, wie genial. Ja. Dein größter Schatz. Was ist dein größter Schatz? Etwas, was dir sehr, sehr viel wert ist, sehr, sehr wertvoll und jemand, der dir immer zur Seite steht und dir verhilft, deine Träume wahr werden zu lassen. Im März bekommst du einen kreativen Schub, gut möglich eben dadurch, dass du erkannt hast, wo deine Prioritäten sind, was deine Priorität ist, wer deine Priorität ist. Du hast Lust auf Neues, du möchtest kreieren, dir eine neue Zukunft kreieren, Step by Step. Du hast einen Gönner bzw. jemanden, der dich sehr unterstützt, aber auch du kannst diese Position einnehmen und jemanden dahingehend unterstützen, das zu kreieren, was dieser möchte. Der Glaspalast. Ein Palast aus Glas. Was ist das in deinem Leben? Sie sagen, werde dir bewusst, denn sie sagen, der Glaspalast, eine ewige Baustelle. Ja, hulala, die Achterbahn. Du hast ganze 7 Themenkarten. Du wirst dich zurückziehen, denn du musst viel nachdenken. Sehr, sehr viel nachdenken. Die Facetten des Lebens, ganz bunt, von weiß bis tiefschwarz. Alles vorhanden. Doch welche Farben möchtest du in dein Leben mit integrieren? Mit dem, was du erschaffst, mit dem, was du manifestierst. Welche Form gibst du dem? Welche Farbe? Wie fühlt sich diese Farbe für dich an? Farben sehr, sehr ausschlaggebend für dich, sehr, sehr wichtig. Für dich ist es ein Mysterium, dass der Glanz immer so hart erarbeitet werden muss, dass der Glanz die Seite des Farbenfrohens immer justiert werden muss, was auch immer das für dich bedeutet. Im März wirst du verspüren, dass du Rückzug brauchst.
Du bist außer Atem, lieber Widder. Wo ist dein Tempel? Was ist dein Tempel? Wer ist dein Tempel? Du bittest nach oben, doch du hast das Gefühl, nicht erhört zu werden. Wende dich den Pyramiden zu, verbinde dich mit den Pyramiden, verbinde dich mit der Kraftquelle der Pyramiden. Es geht um dein Bewusstsein. Du wirst dich wiederfinden in einer Situation, nach der Zeit der Innenschau, nach der Zeit des Nachdenkens, des Hineinspürens, wirst du dich in einer Situation wiederfinden. Der Sturm. Nichts bleibt mehr so, wie es ist. Ganz, ganz große Veränderung für dich im März. Denn das, was du findest bei deiner Innenschau, bei den Fragen, die Antworten, die du finden wirst für die Fragen, die dir hier am Anfang gestellt werden, lösen in dir so viele Emotions auf, dass nur noch der Sturm mit seinem heftigen Wind, der Sturm mit seinem Platzregen reinigen kann, was nicht mehr länger dienlich ist. Wow! Der März hat's in sich für dich, lieber Widder. Die Hauptenergie für den Widder im März 2024. Welche Hauptenergie steht dir zur Verfügung? Sozusagen unter welcher Energie steht? Hulala! Der März. Eine 180-Grad-Wendung. Ausschlaggebend für dich ist der 10. bis 22. März. In dieser Zeit werden die Karten neu gemischt. In dieser Zeit ist das Schicksal auf deiner Seite, um dich Turnaround um 180 Grad in eine vollkommen neue Richtung blicken zu lassen. Manche müssen zurückgehen an den Ausgangspunkt und dorthin schauen, was war, was wurde kreiert, was wurde manifestiert, um dann sich noch einmal in eine andere Richtung bewegen zu können. Bewusstsein. Bewusstsein nicht vorhanden. Warum? Weil du viel zu sehr auf dich selbst fokussiert bist, lieber Widder. Im Außen. Wir machen weiter mit dem Tarot. Der Widder. Ja. Du weißt überhaupt nicht, wie dir geschieht. Du weißt nicht, wie du dich entscheiden sollst. Du fühlst dich gelähmt. Manche kommen mit einer kleinen, verstimmten Depression in den März. Vor allem der 8. März ist ein sehr, sehr schwerer Tag für dich, denn du weißt nicht, was zu tun ist. Jetzt wirst du sagen, boah, dies aber negativ. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Es geht darum, dass dir bewusst wird, was hat dich in diese Lage gebracht? Du selbst. Niemand sonst. Das Außen reagiert auf dich. Du meinst, du reagierst aufs Außen. No, baby, no. So ist es nicht. Wenn du nicht weißt, was zu tun ist, bitte und dir wird gegeben. Verbinde dich. Entscheide dich niemals für eine Sache aus Unsicherheit heraus, aus Angst heraus. Lass die Zeit verstreichen, die Zeit arbeitet für uns. Du bist im Jetzt. Und sei dir bewusst, du kannst im Jetzt immer alles verändern. Thema Zweisamkeit, Thema Konflikte, Thema oh mein Gott, was bedeutet mir dieser Mensch? Was habe ich falsch gemacht? Du hältst fest. Du möchtest eine neue Chance. Doch du hältst fest an deinen Prinzipien, an deinen vermeintlichen Werten, an deinen vermeintlichen Vorstellungen. Stur wie ein Bock. So, Lösung. Im März, an dem Tag, an dem
du denkst, die Welt geht eh schon unter, kommt's noch dicker. Ein Streit, eine Diskussion, hör auf deine Intuition. Du musst nicht antworten. Du kämpfst. Doch für was oder wen kämpfst du? Für dein Ego oder für dein Herz? Das Herz akzeptiert und Liebe lässt frei. Vorwürfe. Du sehnst dich nach einem Menschen, und erhoffst Antwort bei einer reiferen Person. Antwort, Ratschläge. Falls du sagst, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst, weil ich nicht in einer Partnerschaft bin. Liebe ist auch in der Freundschaft da. Liebe ist in der Familie da. Gut. Dann gehen wir auf den Beruf, denn da tut sich einiges. Plötzlich eine Kehrtwendung. Du bist nicht mehr von dem überzeugt, was du vorgestern noch als die Top-Idee des Jahres gehalten hast. Auch dort ein innerer Konflikt. Das Einzige, was dich abhält, zu cutten, diese Idee vollkommen über Bord zu werfen, ist, dass du zu viel schon investiert hast, sei es an Kohle, sei es an Zeit, sei es an Motivation. Doch du wirst etwas erfahren diesbezüglich, wo du abgibst. Dann ein Krebs. Oder ein Schütze, egal, Wasserzeichen, Feuerzeichen, möchten Kommunikation, doch du weißt gar nicht, wie antworten, wie annehmen. Eine Dreiecksgeschichte, sehr viel Flirty-Flirty-Energie. Also im Sinne, es wird rauskommen, was nicht ehrlich ist. Der Vollmond Sie sagen, achte auf die Tage, 7., 8. März. Unabhängig vom Vollmond. Sie sagen, dort wird eine Weiche für deine Zukunft gestellt. Achte bitte auf das bestmögliche Outcome. Du wirst leise und langsam deine Ideen an den Mann bringen. Jemand muss sich entscheiden, ob diese deine Idee gut genug ist. Sie ist gut genug. Der Preis der Unabhängigkeit, lieber Widder. Wir machen weiter im Extended. Wir warten dort auf dich, wir gehen mehr ins Detail. Ich denke, es wird sehr, sehr spannend, denn der März
wird dir ein bisschen das Messer auf die Brust setzen und sagen, was willst du wirklich von deinem Leben? Doch, ich denke, es wird mehr als genug Hinweise geben. Lieber Widder, bis gleich. Wir freuen uns auf dich. Ciao!